Nach der Wahl in Katalonien deutet nichts auf eine Entspannung hin. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat erstmals das für ihn desaströse Wahlergebnis kommentiert. Neuwahlen für Spanien schließt er aber aus. Rajoys Erklärung nachzuurteilen, wird ein Dialog schwierig. Ich werde mich bemühen, mit der Regierung, die aus der Wahl resultiert, Gespräche zu führen. Allerdings werde ich auch alles daran setzen, dass der Rechtsstaat gewahrt bleibt. Die kommende Regierung tut gut daran, ihre einseitigen Beschlüsse aufzugeben und sich nicht mehr über das Gesetz zu stellen. Ein Journalist fragt, Herr Puigdemont hat Ihnen angeboten, sich außerhalb Spaniens an den Verhandlungstisch zu setzen. Akzeptieren Sie es, mit ihm Gespräche zu führen? Ich setze mich mit dem Wahlgewinner an den Verhandlungstisch und das ist Inés Arrimadas. Nächste Frage. Die Parteichefin der Wirtschaftsliberalen Ciudadanos wird jedoch keine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen, denn es ist erneut das Lager der Separatisten, das die absolute Mehrheit im Regionalparlament erzielte.